Oh mein Gott, GTA 6 ist nun fertig und wird vermarktet. Über Gaming. Direkt mal ein Abo. Wir gehen rein. Hallo Leute und herzlich willkommen bei diesem ultraspannenden Video, denn heute geht es mal wieder um GTA 6. Ja Freunde, nach 300 Tagen Dürre wird es natürlich Zeit, dass Rockstar Games wieder ein paar Informationen liefert. Der Wunschgedanke wäre natürlich der zweite Trailer zu GTA 6. Ja und jetzt hat Rockstar Games mal wieder eine Stellenangabe veröffentlicht und diese Stellenangabe würde beweisen, dass GTA 6 fertig ist. Achtung, aufgepasst, denn morgen findet mein erster Sabaton statt und da werden wir nicht nur alle gemeinsam alle GTA 6 Leaks angucken, sondern dieser Stream wird komplett um GTA gehen. Außerdem wird dann noch live GTA 6 verlost. Du hast Bock drauf, dann folgt mir auf Twitch. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ja Freunde, das ist Zeit für, dass wir neue offizielle Informationen zu GTA 6 bekommen, das muss ich euch nicht sagen. Jedoch könnte die heutige Information zeigen, dass GTA 6 wirklich komplett fertig ist. Ja Freunde, in letzter Zeit passieren merkwürdige Dinge im Hause von Rockstar Games, denn vor ein paar Tagen haben die eine Stellenangabe veröffentlicht, wo die einen Mitarbeiter suchen, der bei einem nicht veröffentlichten Game Gameplay-Screenshots macht. Und wenn man an Rockstar Games Plus an ein unreleasedes Game denkt, kommt natürlich direkt GTA 6 in den Kopf. So, und nun hat Rockstar Games das Ganze nochmal getoppt, denn die suchen jetzt einen offiziellen Mitarbeiter, der die komplette Verantwortung von GTA 6 hat. Doch bevor wir drauf eingehen, möchte ich noch eine Sache erwähnen. Wenn man sich die Vergangenheit von Rockstar Games anguckt, und damit ist gemeint Red Dead Redemption 2, GTA 5, GTA 4, dann hatten diese Spiele einen gemeinsamen Leitfaden. Und zwar hat die komplette Vermarktung von diesen Games ein gutes Jahr vor dem offiziellen Release gestartet. Und wenn wir jetzt positiv denken und Rockstar Games sowie Take-Two glauben, wird ja GTA 6 Herbst 2025 erscheinen. Bedeutet, wir haben jetzt Herbst, also ist es jetzt ein gutes Jahr, bis GTA 6 erscheint. Dementsprechend müsste jetzt langsam die Vermarktung starten. So, und folgende Positionen werden gesucht. Marketing in Österreich, Brasilien, Mexiko sowie Frankreich. In Österreich wird sogar die Stelle Director of Publishing gesucht. Und ja, und kurz zu Verständnis, diese Stellen braucht man nur, wenn man ein neues Spiel gerade releasen will. Und dadurch, dass es im Hause von Rockstar Games derzeit kein Spiel gibt, was nicht veröffentlicht wurde, kann man vorsichtig davon ausgehen, dass diese Stelle für das Marketing von GTA 6 dient. Außerdem dürfen wir die Worte vom letzten Earning Call nicht vergessen, denn Ende September, Anfang Oktober plant Take-Two das Vierfache auszugeben bei der Vermarktung. Und an der Stelle kann man optimistisch sagen, ich glaube nicht, dass es sich dabei um ein Online-DLC handelt. Sollte es natürlich Neuigkeiten zu GTA 6 geben, ist dieser Kanal der erste, der darüber berichtet.